So, da sind wir auch schon wieder frisch gestärkt hier in einer weiteren Aufnahmesession. Nach wie vor wollen wir natürlich von euch wissen, was ihr so von diesem Mod haltet. Wollt ihr mehr sehen oder wollt ihr wieder zu Vanilla? Eure Entscheidung. Ich denke, wir werden... Ja, das ist jetzt die dritte Folge mit dem Mod. Ja, also zwischen drei, also entweder noch die Folge oder noch eine weitere Folge. Und dann schauen wir mal. Wir nehmen das ja alles am Stück auf. Dann gucken wir mal, was ihr da draußen so für uns entscheiden werdet. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so langsam provisorisch die Forschung vorankriegen. Ja, Lappo baut seine Riesenforschung auf. Würde ich sagen, ja. Bauen wir mal ein bisschen... Jetzt mal gucken, der Cody hat ja hier schon Zahnräder. Bedien dich. Ja, weil dann setze ich nämlich hier eine Fabrik hin. Und lass in der Fabrik mal Fläschchen bauen. So. Und pack mal hier ein bisschen Kupfer rein. Da oben steht nämlich eh noch ein Labor. So. Als wäre alles geplant. Da kriegt man Holz los. Aber muss sagen. Weißt du aber schon, dass unsere Zuschauer uns schon kennen, ne? Inwiefern, was, wie, wo, hä? Alles geplant und so. Ach so, ja. Die wissen, dass das alles geplant ist. Oh, ich merke gerade, dass unsere Anlage hier oben ja, ziemlich langsam ist, aber das liegt wohl eher an den Greifern. Blaue können wir bauen, theoretisch. Ich brauche nur ein bisschen Kupfer. Alles klar. Ach, ich bin mal so frei. So. Naja. Ja, das sorgt dafür, dass wir hier oben... Halt, warte mal, halt. Wenn ich die Greifer hier abreiß, dann... Kann ich die gleich... Ich würde gerade einfach mal so ein bisschen Kupfer bei hier. 1, 2, 3. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ist ja genug da, ne, an Erzen. Jojo. So. Sollte die Anlage ein bisschen... Ihr seht schon, es... Boah, sorry, dass er so dermaßen laut ist, wenn man da in so eine Ohr reinklickt. Das ist ja mal pervers. Da kommst du gar nicht mehr zu Wort. Oh, mehr Kupfer. So, generell könnten wir jetzt eigentlich sogar auf dieses Fließband, wo wir jetzt ja gerade Eisen draufpacken, auch Kupfer mit draufpacken und dann könnten wir hier unten einfach... füllende Greifarme setzen, oder Cody? Können wir tun. Ja, wollen wir das auch? bin mir nicht ganz sicher, wenn du jetzt hier die ganze Zeit gemischt Kupfer und Eisen drauf hast und machst das vielleicht länger. Könnte es sein, dass vielleicht irgendwann mal eine Fabrik nichts mehr kriegt. Ja, deswegen sollten wir das vielleicht so konzipieren, dass man Kupfer und Eisen trennt. Ja. Mir egal. Ja, im Endeffekt ist es natürlich effizienter, wenn wir jetzt hier nicht alles auf ein Fließband machen. Das ist klar. Oder ja. Man sagt halt, man macht ein gemischtes Band, aber dann gezielt gemischt. Was heißt für dich gezielt gemischt? Auf der einen Seite Kupfer, auf der einen Seite Eisen. Ja, das. Also du meinst jetzt auf dem Band hier oder auf dem Band hier? Auf dem hier. Das dachte ich mir jetzt auch, aber im Endeffekt wird das dann, glaube ich, trotzdem zu schwach werden. Aber gut, das kann vorkommen, ja. Gut, für den Anfang reicht's ja. Also man kann ja sagen, guck mal, wir haben ja hier drei Öfen, wir haben hier drei Öfen. Wir können ja auch einfach das hier so umdrehen, mal eben kurz. Ne, brauchen wir nicht mal, wir können das so machen. Nö. Mach einfach, genau. Ah, halt. Einfach da hinten. So. Richtig. Und jetzt müssen wir nur noch die Sortierer hier setzen. Müssen wir noch hier den auf Kupfer umstellen? Genau. Ja, nö. Wir müssen nur umsortieren. Also, sortierende Greifer hier unten hinsetzen. Ja, das auch. Und ich kümmere mich darum, dass hier dann auf dem Band hier, das gemischt kommt. Am besten machen wir hier ein Kreissystem. Nee, würde ich nicht machen. Wieso? Wenn du auf dem Band hier gemischt machst, dann kommt nach hinten auch Eisen durch. Ja, Schwachsinn. Okay. Ich würde den Kupfer von oben einzeln reinführen und dann halt bis zur Hälfte dann quasi von hier aus rein.
Ach so, du willst hier Eisen und da Kupfer lassen. Ja, gut, dann brauchen wir auch keine Sortierer. Hä? Ja, fürs Erznetz. Ja, aber wie. Und wie willst du das machen, wenn alles auf einem Fließband kommt? Ich hab ja gesagt, von oben noch ein Fließband fürs Kupfer. Ach so, also ein extra Fließband. Weil, wenn du alles hier auf ein Fließband flackst. Ja. Hier auf dieses Fließband. Ja. Alles ja. drauf flackst. Ja. Dann läuft ja eventuell bis ganz nach hinten auch Eisen durch. Aber wir wollen ja hier nur Kupfer haben. Ja, deswegen sagte ich ja ein Kreissystem. Dann wär's egal. Ja, gut, okay, das kann man natürlich tun. Ich würde also. Pass mal auf, ich zeig dir mal, wie ich das machen wollte. Ich bin gespannt. Oh, ich muss nur ganz kurz überlegen. Wir haben ja Tunnel. So. Ja. Ach so, meine Spitzhacke ist kaputt, deswegen ist es alles so langsam hier. Ah, ich bin zu hoch, hä? Ich muss da ungefähr beim See rüber. So. Das muss ich jetzt für oben auch noch machen. Und jetzt hast du ja hier schon mal auf beiden Seiten das Zeug. Jetzt hast du natürlich hier hinten noch ein bisschen das Problem, dass es da noch was ist. Deswegen ja hier ein Kreissystem. Genau. Dann ist klar. Bloß dann brauchen wir, das muss alles hier viel, viel größer werden. Also die Anlage am besten mal wegmachen nochmal und dann können wir hier im Kreissystem auch dann hier oben auch nochmal Schmelzöfen hinpacken. Dann können wir auch sagen, ja. Weißt, dann können wir hier nochmal Schmelzöfen hinhacken. Ach, immer dieser Kackholzmangel. Ach so, apropos Holz. Ja, warte mal. Brauchst du Holz? Nee, überhaupt nicht. Ah, du hast Holz. Hast du noch irgendwas anderes zu tun? Ansonsten würde ich das tun. Nee, dann kannst du das machen hier. Dann kann ich mich weiter um meine Anlage um. Was? Wo? Holz in der Holzkiste. Ah, danke. Ah. Dann packen wir das mal rein, dann kommt hier auch ein bisschen mehr runter. So. Ui, das Eisen staut sich hier schon bis nach oben. Nicht schlecht. Jetzt nehme ich doch gerade nochmal hier eben. So. So. Den Rest, was ich noch im Inventar habe, hier rein. Da. So. Jetzt kann es da ohne Unterbrechung laufen. Jetzt kriegen wir hier auch eine schöne Sortierung hin. Und dann brauchen wir nicht mal das hier. Dann brauchen wir das gar nicht mehr, weil dann können wir einfach sagen, unten Eisen, oben Kupfer. Dann ist es eh sortiert. Jo, ich mach schon. Jo, alles gut. Ich hätte nicht 10 Spitzhacken bauen sollen, das war ein bisschen schwachsinnig, wenn wir jetzt gleich Stahlspitzhacken kriegen, oder? Kommt drauf an, wenn du noch einen halben Wald abroden willst, bis wir die Stahl haben, dann ist es nicht schwachsinnig. Ja, muss ich wahrscheinlich. Wenn ich so auf den Stahlanzeigebalken guck. Gottes Willen hat's hier wieder viel Kupfer drin, ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Kupfer. So, ich brauche mehr davon. Ja, kann ich bald eh alles nochmal abreißen hier schön. Was ist denn hier los? Da kommt kaum noch Blau. Oh, okay. Ich sehe schon. Das kann ja hier so gar nicht funktionieren, wenn hier noch jede Menge Blau ist. Test 2, 3, 4. Eieieiei. Oh mein Gott. Es lebt noch. Nach 2 Folgen. In der 3. Folge, da ist er. Das ist, meine Damen und Herren, wenn Sie diese Stimme noch nicht erkannt haben, das ist Kain.
Zurück aus der Sommerpause. Ja, so ungefähr kann man sagen. Du hast wahnsinnig lustige Sachen verpasst. Unter anderem auch einen Akro-Schnaps. Oh, was passiert? Wer hat ihn zum Triggern gebracht? Ich war ganz brav. Wie er sich gleich angesprochen fühlt. Wenn einer der Zuschauer bitte jetzt hier folgenden Satz reinschreiben würde, den Schnaps zum Übertriggern gebracht hat, wäre ich den sehr verbunden. Genau, lassen wir das die Zuschauer entscheiden, wer da schuld ist. Oh nein, die Performance. Sorry dafür. Ja. Ist auch kein Holz, ja. Auf jeden Fall wieder schön dabei zu sein. Wieder dabei. Ja, finde ich auch schön. Vor allem können dann die Zuschauer, die sind bestimmt gespannt, was du so an unnützen Schaltungen für uns vorbereitet hast. Ich sag dir, die Sommerpause hat's echt gebracht. Da sind Meisterwerke entstanden, da würde selbst Da Vinci vorknien. Große Worte, mein Freund. Große Worte. Ja. Merkt ihr schon, wie es anfängt zu stinken? Solltest du mal duschen gehen? Das stimmt wohl, ja. Nein, das meinte ich eigentlich nicht. Vielleicht fackelt er auch gerade am PC ab. Würde ich auch mal nachgucken. Oh, das wäre schlecht. Apropos PC, Lapo, hast du mittlerweile eigentlich einen neuen PC nach den drei Monaten? Ja, das merkst du doch an meiner Hammer-Performance, oder? Ich merke gerade, du bist noch nicht rausgeflogen. Das Problem ist aber... Das Problem ist, es bringt halt nichts, wenn es leckt, ne? Und das Internet scheiße ist. Ja, gut. Ja, es ist nicht das Internet. Sondern? 10.000 Mal, es ist immer noch der scheiß Kack-Laptop. Hä? Ich dachte, hast du nicht gerade vor 2 Sekunden gesagt, du hast einen neuen Rechner? Ja, das war ironisch. Entschuldigung, dass man das nicht mitgekriegt hat. Nee, das hat keiner hier mitgekriegt. Okay. Oh, ich sehe Angels. Natürlich. Ich sehe in meinen Augen schon wieder Verwirrung. Wie immer am Anfang von diesem scheiß Mod. Ja. Was kann der Kain tun, Gutes? Der Cody macht jetzt hier gerade mal unsere Schmelze ein bisschen effektiver, größer. Ja. Wir schmelzen später mit Angels oder mit was schmelzen wir später? Ja, das machen wir später mit Angels. Also mit den krassen Dingern. Aber bis wir das geforscht haben, dauert es noch ein bisschen. Deswegen, ich baue jetzt hier oben gerade schon mal dieses System auf. Du kennst mich. Wir reißen das nachher alles wieder ab. Ja, und machen... Warenhäuser? Hier, ja. Okay. So, ich hätte hier gerne 2 Anschlüsse. Ich baue das jetzt einfach mal über das Ding drüber, oder? Das ist gerade scheißegal. Was für Anschlüsse willst du da haben? Ich hätte ja gerne einmal oben Kupfer, was am Kupfer ist, und da hätte ich gerne Eisen. Ey, das kriegst du auf einem Fließband. ich habe schon ein bisschen anders geplant. Wir nicht. Kriegst du alles auf einem Fließband. Dann mache ich das so. Dann baue ich hier einfach so ein... Klärer einen Schaltarm hin. Kannst du auch machen, ja. Ja, greif einfach davon zu. Okay, passt. Ist in Ordnung. Alles klar, danke. Achso, warte, ich muss hier erst noch so ein Tyler-Ding bauen. Achso, nee, ich brauche 2 clevere Schaltarme. So einfach ist es. Ja, was braucht ihr denn am Anfang, wenn ich mal fragen darf? Boah. Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Ja, richtig. Wo ist Eisen? Ja, auch gerade. Bloß wir haben gerade keins mehr. Oh, die Stahlforschung ist fertig. Das heißt... Wir können jetzt die absolut geliebten Warehouses. Ja, und unsere beiden, ne? Stahlspitzhacken. Ja. Weißt du noch auf dem Präsorat-Server, den wir mal hatten? Ja, genau das will ich ungefähr erreichen. Dieses Prinzip. Ich habe es nämlich immer bereut, dass ich es den Zuschauern nie zeigen konnte, was für eine verrückte Anlage wir da gebaut haben. Und wie effizient sie eigentlich gelaufen ist. Sie ist rund gelaufen zum Schluss in der Tat. Und wir haben immer... Referenzen von irgendwas gehabt, auf jeden Fall. Ich meine dieses E-Wort. Welches E-Wort? Eigentlich. Eigentlich? Ja, sozusagen. Ich mach das mal hier, weil so habt ihr das, glaube ich, geplant, oder? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ihr... Ich auch nicht. Sehr gut, also schon 3. Ich warte eigentlich gerade die ganze Zeit nur, dass ich endlich wieder Eisen krieg. Ja, ich auch. Aber, meinst du, die nehmen kein Eisen auf, deswegen habe ich die einfach mal auf Eisen gestellt hier oben. Danke, ich habe es irgendwie nicht gefunden. Ich war gerade total blind bei den ganzen Dingern, die da drin waren. Zur Not gibt's auch eine Suchfunktion. Das stimmt wohl, ja. Ja, was ist das denn, das ich wollte auch gerade, aber dann habe ich gesehen, dass schon jemand eingestellt hat. Hä, wieso ist jetzt hier Kupfer drauf? Wo kam denn das jetzt her? Oh,
weiß auch gar nicht, was ihr da vorhabt. Oh? Immer noch nicht. Das fragt mich schon. Wenn ich das selber wüsste. Ja, ich gehe einfach wieder weg. Ich gehe zu Kain hoch. Hast du einen Greifarm? Können wir hier mal ein bisschen Kupfer einlagern? Dann kommt auch gleich mal Eisen wieder. Nee, brauchst du nicht, weil da baue ich ja gerade weiter. Achso. Das ist so geplant. Alter, ich hatte nur kein Eisen für Fließbänder. Waren das hier nochmal? Wo kommt denn hier Eisen raus? Auch da. Das sind die Dinger, ja. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Denkfehler gehabt. So. Ich nehme einfach mal stark an, wir werden später richtig stark wieder mit Zügen expandieren. Ja, also die Planung ist, hier wo wir jetzt stehen momentan, ist eigentlich rein nur Erzverarbeitung. Ja, okay. Und wir werden es dann alles mit, wie du ja schon gerade eben gesagt hast, dann mit Zügen wegbringen. Was denn noch? Ja, natürlich. Okay, können wir uns einigen, dass jeder einen Erzofen kriegt? Schon wieder. Dass du wieder meine Erze rausklaust, so wie das letzte Mal, ja? Nein. Nein? Dann beschlage ich nämlich jetzt den. Ich weiß noch, wie das war. Ja, Lapo, du nimmst den linken und ich den rechten, okay. Machen wir so. Und was war? Ich kann weiß es nicht. Doskias hat ganz fröhlich beide benutzt. Kann ja auch gerne die Antwort von Doskias dann geben, die da war. Denn die lautete, ich bin hier der Host. Boah, rechter hat er recht. Ich meine, wir müssen ja nichts forschen, ne? So ist es ja nicht. Ey, wir forschen hier, so ist nicht. Ja. Ja. Wollt ihr richtig forschen oder wollt ihr weiter so einen Kindergartenscheiß da treiben? Ey, lieber einen Kindergartenscheiß als gar nichts. Sonst hätten wir immer noch keinen Stahl. Oh, ich muss niesen. Kann ich es unterbinden? Oh, ich kann es. Raus, mach's Mikro aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du einen Break machen und so eine Wette starten lassen. Kann das unterbrechen? Ja, nein, kreuzen Sie jetzt in der Tabelle an. Ihr seid so bescheuert. Okay, welcher ist mein Ofen? Warte, ich sag's euch. Der mittlere. Der ist am vollsten gerade. Oder so Starship Troopers mäßig. Wollen Sie mehr hören? Ja, ja, genau. Wie würde es weitergehen? Das gestern diese unterdrücken können. Alles das und noch viel mehr in der nächsten Folge. So, also an den Komponenten hier oben liegt's nicht mehr. Das wird hier ordentlich Lapo, verarbeitet. Lapo, beweg mal deinen Arsch. Danke. Ach ja. So, aber was kann man jetzt so Effektives machen hier? Frage. Ein Basteln da unten rum. Ja, das Problem ist, dass wir halt gerade einfach Materialprobleme haben. Wir sind zu viert und das ist auch der Grund, warum Schnaps dann ausgetickt ist und gegangen ist. Hier, warte, das ist mal Eisenplatten von mir. Zack. Aus meinem Ofen wird ständig was geklaut. Also komme ich auch nicht an. Wer ist denn dein Ofen? Der ganz rechts ist hier. Jetzt mir. Punkt. Da, an dem stand ich vorhin schon dran. Okay, dann nehme ich den zweiten hier. Warte, guck mal, ich reiß extra ab, setze es neu hin, dann steht mein Name dran. Oh. Okay, ich nehme Kodi-Ofen. Ach nee, ich nehme die Kodi-Öfen. Nein. Ansonsten. Ich bin brav. Und dann der ganz rechts ist mir. Punkt. Ja. So von denen. Aber das können wir alle eigentlich so machen. Wenn der Doskias das uns so schön vormacht, dann machen wir das doch genauso. Ja. Eben, dann hat man nicht die Probleme. Ja. Oh. War eine gute Idee auf jeden Fall. Er hat ab und zu seine Lichtblicke. Was hast du da vor? Ich muss mich gerade mal wieder in diesen Mod rein. Ich wollte gerade sagen, mal Kupfer crashen wird ein bisschen schwer. Nee, ich wollte eigentlich gerade mal Stein haben. Achso, welchen Stein? Normal oder Ziegel? Ziegel im Endeffekt, wo ich das Spiel rauskomme. Ich habe dir gerade ein bisschen Stein gegeben. Oder? Willst du die Kohle im Kreis laufen lassen oder wie hast du vor? Ich mache mir ein kleines System. Ich habe Kupferprobleme, deswegen. Oh. Ja, Kupfer kann ich dir geben, hier. Oh, danke. Jetzt habe ich keine Kupferprobleme mehr. So. Bitte, bitte. Oben ist nur Stahl, ne? Also wir haben ja Eisen gebaut. Hä? Ja, okay. Oh, scheiße. Okay. Die Kiste ist scheiße. Kiste wieder weg?
Ja, aber irgendwas ist heute am Internet scheiße. Also ich habe jetzt 45 Millisekunden Ping. Also bei mir läuft's gut, aber ich bin auch der Host. Haha. Ja. Der Horst. Oder der Horst, ja. Möchte ich deinen Ohrwurm danken. Der Horst rennt? Ja. Der Horst der rennt, er macht alle nieder. Ja. Ja. Mach ja bloß auf, sonst bin ich gleich wieder verschwunden, ey. Was zum Henker könntet ihr das lassen? Alemania, das muss man doch kennen. Sagen. Das ist deutsches Kulturgut. Ja, okay, ja, jetzt. Ist das, was ihr vorhabt, dann so? Ich würde aber empfehlen, die Kohle oben drauf zu machen. Ja. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Was Geschwindigkeit angeht und so. Also eher. Ja, Eisen. Man hat mitgedacht, ich fasse es nicht. So, hä? Ich meinte das zweite Band da gerade. Achso. Hey, warum die Kohle oben? Weil die Abnahme von Eisen schneller gehen muss als die Aufnahme von Kohle. Ja, wo? Ja. Hast du mal 2, 3 Eisen oder so? Kupferplatten. Dann tut mir das leid, auf der unteren Reihe wird es nicht klappen. Okay. Okay. Bitte. Hä, doch, wird's doch auch klappen. Muss dann nur das Band hier weiter höher setzen. Was stellt sich denn hier so an? Immer diese Anfänger. Lup. Mein Ofen ist leer. Meiner auch, ich hab nichts zu essen. Ich muss das mal kurz so machen hier. Bauen wir mal so eins. Und ja, nochmal solche. Wo ist denn so eins, das ich gebaut habe da? So. Da. Ja, geht doch an. Geht doch. Oh, wo ist denn unser gutes Eisenerz? Achso, wir kriegen keins, weil wir keinen Kupferverbrauch haben. Hehehe. Oh, wer hat hier meinen Ofen leer gemacht? Das Fließband? Ja, das Fließband wahrscheinlich. Nein. Hey, so. Das muss zur Forschung. Ah, später. Forscher brauchen auch mal ihre Freizeit. Was ist hier los? Ach so, weil da keine Kohle drin ist. Darum. Okay. Nimm mal das hier mit, oder? So. Was willst du mitnehmen? Hat noch wer ein rotes Ärmchen? Fabriken. Nee, ich hab grad gar nichts. Ja, Fabriken. Ich hab auch grad gar nichts. Ja, nimm die Fabriken mit. Ist okay. Ah ja, was brauchst denn du da Lustiges da oben? Ich möchte da oben nur kurz den Stein weg. Oh Gottes Willen, die Kiste ist ja voll. Wie viele rote Ärmchen brauchst du jetzt? Ganz genaue Anzahl. Eins. Einen. Okay. Baue ich hier hin. Ganz links. Ja. Und dann noch ein paar Bänderchen. Zwei Stück in Abbau am Bau. Ich hab 2 Greifarme. So. Achso, warte, das. Ja. Aber ich finde es schick, also ich mag die Textur von dem Mod hier, ehrlich gesagt. Ich finde die ganzen Angel-Anlagen ziemlich geil. Auch, also wenn man auch mal detailliert guckt, ne, was sich da dreht und Luft und weiß der Geier was. Im Vergleich zu den, ich sag mal, Standard-Factorio-Sachen sind die ist sehr schick. Viel, also auch, ihr erinnert euch ja bestimmt noch an die Schmelzanlagen und alles. Das sah das ja auch ziemlich geil aus, wie das sich das ganze Zeug bewegt hat von dem her. Ja. Oder hier die ganzen Bobs-Geschichten mit der Bearbeitung, wo dann die Flammen rauskamen und so. Ja, genau, richtig. Du musst auch mal gucken, wenn du mal T drückst in die Forschung und dann hast du bei gib einfach mal warte. Was mache ich denn hier wohl? Du Eichel. Gib einfach mal Crawler ein. Hans Eichel? Crawler? Ja, gib Crawler in der Forschung. Oh, ist das nur der Zug? Ja, das, also
Die sehen schon mal optisch sehr geil aus. Was sie können, weiß ich nicht. Aber es sieht sehr interessant aus. Wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen müssen. Jetzt kommt der Nächste. Und macht genau dieselbe Scheiße wie der Cody. Hier, nimm mal dein Forschungsding damit. Was? Ich hab doch mein Forschungsding. Na, hier hast du noch eins. Ja, das war gerade noch am Arbeiten, deswegen habe ich das noch stehen lassen. So. Ja, was das übelst cool wäre. Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Wäre, wenn ihr mir helfen würdet, Fließbänder zu bauen. Ich krieg keine Eisen, dem her. Ja, ich hab's gesehen, wie du kein Eisen kriegst. Vor meiner Nase. Das ist eine billige Ausrede. So, wo ist ein Eisen und... Achso, hier brauchen wir ja schon... Ja, das ist jetzt erstmal noch nicht so wild. Also Eisen ist quasi schon da. Ja. Das heißt, es gibt gleich schon mal rote Schaltkreise, wenn... Ich verbringe hier keiner. So. Wenn ich noch ein paar Bedingungen erfüllt bekomme. Wie zum Beispiel... Also es wird Eisen... Reifarme. Also Eisenplatten werden auch ganz gut produziert mittlerweile, muss ich sagen. Ach je. Ja, kein Kommentar dazu. Wozu? Ach, da fällt mir schon gar nichts mehr ein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du sprichst ein Rätsel. Ja, das ist vollkommen egal. So. Na dann. Oh, da fällt der Greifer aus. Der... Ach, die saugen auch die ganze Zeit nur von den Dingern hier. Während die hier... Aha, ich glaube, die reiße ich jetzt mal ab. So. Dann kann man nämlich hier mal ein bisschen Fließband hinhauen, ne? Dann können wir die einfach mal umdrehen. Und die da anschließen, so. Dann reiße ich das hier mal eben ab. So. Ach, allgemein, das gefällt mir eigentlich gar nicht hier so. Komm. Das machen wir jetzt alles mal ein bisschen schöner. Weiß ja nicht, was der Schnaps hat. Man hätte hier das alles einfach umbauen können. Dazu braucht man nicht mal Platten. So. Sieht da gar nicht das Problem. Dann reiße nämlich das auch erstmal kurz weg. So. So, jetzt haben wir hier die ganzen Dinger. Dann könnte man theoretisch einfach das so dran bauen. Oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade mein Inventar sowas von dermaßen vollgestopft. Dem ganzen Kram. So. Dann haben wir jetzt hier einfach vier Anlagen. Die saugen jetzt hier erstmal... das Zeug raus. Ach, wie heißt es nochmal? Wo ist es nochmal? Das ist hier immer so eine Sache. Das war das hier. So. Dann packen wir hier natürlich für die Beladung ein. Führen das Ganze hier hin. Haben natürlich hier Fließbänder. Brauchen da noch ein paar Fließbänder. Brauchen natürlich jetzt jede Menge Zeug. Du baust gerade... Oh, sehr schön, weil ich habe massenhaft Stein im Inventar. Zack. Ja, wie? Wo? Was? Wer baut was? Kein. Das ist schön, was der Kain da macht. Das ist sehr sinnvoll. Oh, Eisen. Cool. War ja so diese Anfangsrunde. So, wenn ich schon mal das Zeug da reinpacke, dann geht hier nämlich auch wieder die Anlage an. Wir brauchen mehr Eisen, Erz. Ja, ja, ich kümmere mich gerade drum. Ich frage mich gerade nur, warum hier so oben so wenig kommt. Ach so, weil der hier keinen Stein rauspumpt, deswegen. Okay, alles klar. So, die Anlage kann auch gleich in Betrieb genommen werden. Alter, das Problem an diesem Mod ist, wir produzieren hier Überlängen ohne Ende. Ja.
Aber das ist halt mal so. Ist wirklich ein Problem oder ist das was Tolles? Ich find's cool. Also ich find's krass, wie die Zeit voranschreitet. Ja. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder nichts. Ich brauche unbedingt, damit die anderen. Also, ich brauche mal kurz ein bisschen mehr Eisen. Sonst kriegen wir weniger Eisen. Dann bin ich kurz AFK. Da gehen die Leute AFK. Ja, was sollen wir mal machen ohne Eisen? Ja, ja. So, der Rest ist. Jetzt brauche ich erstmal nichts mehr. Schlagt euch drum, ihr niederes Volk. Ja, ich glaube, jemand anders hätte sich fast drüber geschlagen, aber. Nun ja. Oh, ist das so eskaliert? Der Cody hat mir übrigens schön geholfen mit Fließbänder bauen. Ah, siehste, es gibt immer was zu tun. Ich weiß nicht, was wir haben. Ja. Ja, das Problem ist halt das Eisen. Ja. Ach ja. Schon fast am Mobbing grenzt es hier. Oh. Kein Strom. Dass es so wenig Eisen gibt. Nee. Strom. Strom. Da Strom hin und... Da Strom hin. Und was haben wir jetzt natürlich an dieser Konstruktion nicht beachtet? Dass die Konstruktion mit Burnt Ore Crusher funktionieren. Warum das denn? Also reißen wir es Du hast doch die neuen schon, oder? Ja, ich habe hier noch alte von Schnaps übrig. Ja, die kannst du auch umbauen. Das ja, ist ja, zum auch Glück. Zum Glück. Aber dazu brauche ich Eisen. Ja. Oh, und zwar nicht wenig. Alter, was? Ich konnte gerade mal einen Baum mit so viel Eisen. Krass. Das kostet ja massenhaft viel, ey. Ich baue jetzt mal noch keine Teilerfließbänder ein, ja? Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht mehr, was du da hinten baust. Ich guck mal rüber kurz. Da baut er schon rote und grüne Dinger, ey. Krass. Nee, grüne noch nicht. Grüne kann man noch nicht bauen. Ja, ja, aber ich meine halt schon mal die Anlage. Ja, ja, klar. Ich plane das vor. Das ist ja alles in meinem Blaupausenbuch, das es im Forum gibt. Ja, apropos Forum. www.forum.nation42.de. Und wenn wir schon dabei sind, ihr könnt ihre Werbung stehen. Den zwei Zahnstocher an der Ampel, habe ich den das letzte Mal schon gebracht? Nee, ne? Zahnstocher? Nee, den kenne ich nicht. Nee? Nee, okay, ich glaube nicht. Den zwei Zahnstocher... Ach, Mann, ey. Stehen zwei Zahnstocher an der Ampel, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen, hey, guck mal, es fahren ja noch Busse. Nicht? Okay. Was? Oh mein Gott. Da komme ich wieder und dann sowas. Ich finde ihn nicht schlecht. Ja, das Niveau ist definitiv nicht gestiegen. Nee, absolut nicht. Hat sich seit der Sommerpause nichts verändert. Ja, ihr beschwert euch immer übers Niveau, ja, aber ihr müsst euch halt auch echt mal an die eigene Nase fassen, meine liebe Freunde. Was? Warum an unsere eigene Nase? Ich liefere Witze. Ja, echt? So. Jetzt läuft das wenigstens wieder einigermaßen, aber ich brauche noch viel mehr Material. Beschissenerweise. Mehr Erz. Ja, du siehst, unsere Anlagen laufen gerade zu 10% vielleicht. Du bist aber sehr schmeichelhaft. Ja, ich weiß. Ja. Doch eher 5%. Oh Gott. Komm schon. Gib mir mehr Eisen. Ja, ich kann Filter und Greif anbauen. Juhu. Das verstärkt die Leistung da drüben. Ins Unheimliche. Yay. Denn. Oh ja. Das. Was? Nein. Was stellt er da ein? Oh Gott. Cody bringt die alles durcheinander. Hä? Du hast gerade Eisenerz auf diesen Greifer eingestellt. What? Ja, genau. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, wie der abgeht hier. Bam, 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 bam. Guck mal, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich das Zeug nehme und das in die Anlagen stecke. Es geht schneller. Hm. Was heißt das? Ja, die gelben Greifer sind scheiße. Und Fließbänder sind zu lahm. Ja, das auch. Und es ist zu wenig Abbau hier. Ja, okay, ich geh mal zusehen, dass ich nochmal ein paar Baumaschinen kriege. Ja, so langsam schwankt sogar der laponische Strom. Was?
Was? Ja, ja. Der schwankt ganz schön rum hier. Okay, dann mache ich das als nächstes. Ist der etwa noch besoffener als sein Hersteller? Das weiß ich nicht. Ich bin ja besoffen. Ich sehe keine Eisenplatten. So. Oh, eine Eisenplatte. Jetzt läuft's wieder, jawoll. So, da kommen die ersten roten Fläschchen. Sehr geil. Keinen können wir bald umbauen. Dann gibt es bald wieder keine Ressourcen, weil wir alles umbauen. Das ist für mich der Anfang der Angels immer so anstrengend. Das Problem ist, dass hier auch echt wenig Zahnräder ankommen, weil hier echt wenig Eisen ankommt. Ich wollte gerade sagen, was haben wir mit Zahnrädern zu tun? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, warum hier so wenig Eisen ankommt, ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es auch nicht sagen, also weiß ich echt nicht. Ja. Ja, ich sag mal, umso mehr Eisen hier ankommt, umso schneller kann ich die Forschung ausbauen und umso schneller können wir Warenhäuser bauen. Ja, das Problem ist, solange wir keine Loader haben, bringen uns die Warenhäuser gar nichts. Im Endeffekt. Ja. Also, theoretisch. Dann forsch doch mal, dass ich blaue Fabriken bauen kann, dann kann ich nämlich direkt als nächstes blaue Forschung bauen. Oh, guck mal, hier staunt sich schon. Das heißt, wir müssen die Anlage hier mal erweitern. Yep. Heieiei. Ihr müsst jetzt erstmal wieder Eisen durchlassen. Da kommt doch Eisen. Da kommt okay. Eisen, keine Sorge. Ja, was, wo kommt Eisen? Das sind zwei Zahnräder, das ist ein Fläschchen. Easy peasy. Das ist gar kein Fläschchen. Ja, eben. So. Ey, verschwinde. F-Drücker. Hab ich doch gern getan, Dabu. So, was brauchen wir? Wir brauchen jede Menge Eisen, okay. Weißt du, wie du ganz schnell ganz viel Eisen drückst? Drück mal alte 4, Cody. Das. Der Trick zieht bei mir nicht. Okay. Ach, ich hab so die Weltuntergangstaste erfunden. Die ich jag hier jetzt mal grad ein bisschen mehr Sprite-Hit Crushing runter, ne? Ja, gerne. Weil daran liegt es nämlich gerade ein bisschen. Das andere haben wir nämlich ein bisschen mehr schon. So. Zack. Oh, ich wusste gar nicht, dass bei Angels auch Bobmonium mit drin ist. Ja, aber das können wir wahrscheinlich nicht verwenden. Aber Vorsicht, du baust es mit dem einen Erzförderer eventuell ab. Aber der ist noch nicht gesetzt, von dem her alles gut. Perfekt. Oh ja, er hat's mit ab. Gott, die Kiste ist ja voll bis oben hin, ey. Meinst die... ja. Like Crushes Stone, ja. Ja. Das ist nur das, was wir in den Inventars hatten, ne? Ich weiß, und da hinten... Oh, Warenhäuser sind fertig. Jetzt guck ich mal ganz kurz... abreißen, ne? Nee, noch nicht. Noch haben wir keine Belader. Ohne Belader macht das alles keinen Sinn. Warte mal, das sind die kleinen Häuschen, ne? Es gibt noch die großen. Sind es die kleinen? Das sind die großen. Das sind die großen. Das sind die Warehouses. Das sind die großen. Dann haben sie ein anderes Bildchen gekriegt. Ja, die sehen richtig gut aus. Es sind auch andere als die, die du kennst. Genau, das war nämlich ein Mod, den du kennst. Ja, das ist auch ein Zusatzmod. Ja, das war ein anderer Mod, ja. Ja, natürlich ist es ein Mod. Also es waren nicht Angels Warehouses, sondern der extra Warehouse-Mod. Habe ich das jetzt so formuliert, dass es jeder verstanden hat? I think so, yes. Okay, super. Awesome, ne? Really, ja. Really, really awesome, yes. Zack, zack. Drück mal T, dass man jetzt zweite Forschung auch was bringt hier. Ich habe jetzt ein zweites Forschungshäuschen gebaut. Hast du schon grüne Fläschchen? Nein, wie gesagt, dafür brauche ich blaue Fabriken. Ach so, ja, dann guck mal hier. Aber... Hä? Ups. Entschuldigung. Was willst du mit Steinmauern? Mauern haben. Ja, okay. Gut, ich war nicht schuld. Ich wollte was anderes. Ja, Lapus Forschung muss ja auch mal gereizt. Sonst. Ja, passt doch, oder? Die Geschwindigkeit, guck mal. Das kommt jetzt übrigens Steinmauern. Und dann? Ich habe gedacht, Automatisierung 2. Nee, ich habe jetzt gerade Steinmauern nochmal gemacht.
Oder wolltest du das nicht wieder so schön abtrennen in einzelne Objekte? Ach, das ist mir doch kackegal, was ihr da macht. Charmant wie eh und je. Wie kannst du nur so über meine Anlage reden? Unsere Anlage. Ja, eure. Nicht meine. Oh Mann. Ach ja. So, dann können wir hier nämlich mal zack. So, jetzt forsche ich aber das, was ich gerade angeklickt habe. Was hatte ich denn angeklickt? Das da hier. Automatisierung 2. Genau. Oh, ich sehe ja schon was für mich bald interessant wird wieder. Haltungsnetzwerk. Oh ja. So. Jetzt sollte so langsam hoffentlich einigermaßen Eisen kommen. Soll ich schon mal eine etwas bessere Schmelze vorplanen oder erstmal warten, bis die besseren Öfen da sind? Das ist eine gute Frage. Warte mal, die besseren Öfen haben wir ja eigentlich auch per Klick fast. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Dann warte ich erstmal. Warten kann ich gut. Warten kannst du gut. Oh Gottes Willen. Ja. Natürlich eine Überlänge und ich muss ganz dringend wohin. Deswegen ein wunderbares Timing, um hier jetzt einen kleinen Cut zu machen. Und nicht vergessen, ab in die Kommentare damit. Mods, Daumen hoch, ja. Oder eher doch wieder Vanilla. Ja, und dann Daumen runter, oder wie? Dann auch Daumen hoch. In beiden Fällen Daumen hoch und ab in die Kommentare. Mods, ja, nein. Vanilla, ja, nein. Einfach rein, damit wissen wir Bescheid. Ansonsten entweder machen wir hier weiter oder in Vanilla-Mods. In Vanilla ohne Mods. Ich habe gedacht, so. Einen kleinen Cut. Das heißt, wir machen noch eine Folge, oder nicht? Genau, darauf will ich hinaus. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Juhu. Ja, das hat sich so angehört wie eine Abmoderation. Nein, dann kommt noch so ein Kram wie gib einen Daumen hoch, Abo, ja, bla bla und so, ne? Oh, ich hab, Wisst ihr Bescheid? Ich hoffe einfach, du hast jetzt gerade schon die Aufnahmetaste losgelassen. Nö, wir reden doch hier noch fröhlich in die Aufnahme rein. Ich hab jetzt übrigens ein labo.lappen@gmail.com. Jetzt könnte ich mir ja eigentlich mal einen YouTube-Account machen, dass ich auch mal kommentieren kann, oder? Theoretisch schon, ja. Ach ja, genau. Lasst uns in den Kommentaren wissen oder im Forum, ob ihr Kommentare von mir oder das Gers Video haben wollt. Wir freuen uns auf jede Antwort. Über jede Antwort. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wie viele Gers da schon kommen. Oder, und wenn ihr wollt, dass der Cody mal die Fresse hält, wenn ich was sag, dann... Nö. Dann like einfach mal das Video. Wir cutten jetzt hier an dieser Stelle und sehen uns gleich wieder. Jetzt weißt du, wie das Gias sich fühlt.